Willkommen zurück zu A New Beginning und zwar Folge 6. Tja, und Faye hat uns jetzt gerade die Geschichte erzählt, wie sie Nigel verloren hat und ja, wie sie Salvador und den anderen gerettet hat. Und Ben glaubt uns kein Wort. Tja. Das mit der Zeitrechnung macht die Geschichte nur unglaubwürdiger. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen, eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Also muss ich doch beide Antworten nehmen. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Tja, genau. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Alles klar. Machen wir Quartierbezug. Chapter 2. A Night in the Global. Also eine Nacht im Global. Weiß nicht, ob das Global ein Hotel ist. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Tja. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ach, genau. So ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Gut. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Ich sehe schon, den sehen wir nie wieder. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube. Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch 2 Mann. Hey. Ach. Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek.
Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek. Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erstmal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Was ein Sexist. Aber gut. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände? Nein? Dachte ich mir doch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Was auch immer für ein Trick das gewesen sein mag. Dann reden wir doch mal mit Delvin. Erstmal gucken wir. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist doch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Okay. Schweißgerät. Nee, Schreibtafel. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Okay. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Okay, gut. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Das stimmt wohl. Delvins Tasche. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Vermutlich ist es eher eine Motte, aber gut. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Nur Fussel. Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Puh, eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Genau. Ich nehme sie da besser raus. Genau. Wir klauen die und argumentieren mit. Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Argumentieren mit. Wir wollen nur Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Oh, hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht.
Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Okay. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Gut, Kühltruhe. Sie ist zugefroren. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Mhm. Öl, Gaskocher, Pfanne. Joseps Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Okidok. Ich denke, dann haben wir hier soweit alles abgesucht. Hier die Lampen. Okay, die kann ich ausschalten. Bringt uns das was? Bisschen Strom sparen. Schadet ja nicht. Schauen wir mal, was... Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Es scheint immer noch zu halten. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Dann gehen wir mal wieder nach drüben. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja, das war sie. Aber wieso hoffst du das? Ach, kommen Sie schon. Sie haben doch damit angefangen, die Welt kaputt zu reden. Ich wäre enttäuscht, wenn mal etwas funktioniert hätte. Das ist aber gemein von ihm jetzt. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Zu Hause benutzen wir Sonden, um gefährliche Stollen zu überprüfen, bevor wir selbst reingehen. Salvador hatte als einziger eine mitgenommen. Er meinte, am Ende will man uns töten und im Nu befinden wir uns im Krieg mit dem gesamten 17. Jahrhundert. Da brauchen wir jeden technischen Vorsprung, den wir kriegen können. Interessant. Mit diesen Geräten kann man die Datenkristalle auslesen. Salvador arbeitet hier schon und kann mit dem Ding sowieso viel besser umgehen. Unwahrscheinlich. Salvador? Was gibt es? Geht's voran? Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Wahrscheinlich sind sie gar nicht geschützt, aber gut. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ach, nichts. Salvador? Was gibt es? Okay. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Tja... Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Also, ich sag her, ein ungerechter Kerl. Nicht wahr? Den Plasmabohrer nehmen wir auch gleich mit. Gut. Plasmabohrer. Plasmabohrer. Oh je. Ich hoffe, das klappt.
es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Ja. Ich würde sagen, aber weitermachen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich danke dafür, dass ihr mit Interesse dem Video gefolgt seid. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin.